Ich werde zum UFO hoch teleportiert. Seid ihr bereit? Was wird passieren? Werde ich jetzt direkt mit den Aliens Abendbrot essen oder was? Hä? Wann geht's los? Wann geht's los? Wow! Wow, Hilfe! Ey, ganz wichtig, geht in den Item-Shop. Trag dort unten rechts. Guck, da unten steht's, Leute. Super, da Creator Stani. Würde ich mich sehr drüber freuen. Abfahrt. Stani zu dem Skill ist am Start. Heute mit einem neuen Video, Leute. Und was ich euch heute zeigen werde, ist einfach geisteskrank. Nämlich Epic Games bzw. Fortnite hat das erste Video offiziell zu der Season 7 veröffentlicht, Leute. Und dieses Video ist wirklich ziemlich geisteskrank. Da wird uns nämlich einiges gezeigt, was wir erwarten können mit der neuen Season, Leute. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Gibt's in diesem Video, dann sind die Aliens jetzt endlich in Fortnite angekommen. Nämlich sie greifen regelmäßig Spieler an. Unter anderem ich wurde angegriffen, viele andere wurden angegriffen, Leute. Dazu werdet ihr auch alles in diesem Video sehen. Also jetzt gerade geht hier richtig die Post ab, Leute. Der Countdown startet zu neuen Season und es ist hier richtig Rambazamba los. Ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. Dann gab es auch in den letzten Stunden sogar einige neue Updates, die hinzugefügt worden sind. Nämlich offiziell sind die Goldwochen in Fortnite gestartet. Das heißt, bis zum Ende der Season, bis nächste Woche Dienstag, müsst ihr oder solltet ihr euer komplettes Gold ausgeben. Dazu hat Epic Games nochmal einen dicken Rabatt rausgehauen. Und zwar alle exotischen Waffen kosten 50% weniger Gold. Und sie haben dazu auch nochmal geschrieben, dass das Gold nächste Season weg ist. Ihr werdet euer komplettes Gold verlieren und das könnte sogar sein, dass die komplette Goldwährung entfernt wird und dass wir irgendeine andere Währung erhalten, die halt zu der neuen Season passt, weil Gold passt zu der Season 7 definitiv nicht mehr. Da wird es vielleicht irgendwie Fragmente oder so geben oder Edelsteine, die wir wahrscheinlich in der nächsten Season sammeln müssen. Dann gab es auch... Bro! Was ist mit dem Typen los, Digga? Er hat die Dual Pistol und lasert mich über die halbe Karte weg. Nämlich, es ist jetzt auf der Karte auch einiges passiert. Der zweite Kornkreis ist gesichtet worden, ist entstanden. In Coral... Nee, nicht Coral Crops, Leute. Ach, keine Ahnung. Werde ich euch hier einfach mal... antäuschen. Einblenden, wie das Ganze aussieht. Hallo, da bin ich. sieht ziemlich cool aus und das heißt, die Aktivität der Aliens ist gestiegen. Und das merkt man deutlich, Leute. Nämlich, die UFOs sind zahlreich unterwegs, aber dazu kommen wir gleich. Zuerst kommen wir erstmal zu wirklich sehr, sehr krassen Teasern zu der neuen Season, die es geben wird. Und zwar... aus den Comics, Leute. Da gibt es jetzt die ersten Bilder. Also, falls ihr euch die Comics noch durchlesen wolltet, solltet ihr jetzt am besten abschalten. Ansonsten werdet ihr jetzt heftige Spoiler bzw. Leaks erhalten. Nämlich werde ich euch das erste Bild erstmal hier von dem offenen Bunker ein... Oh, Captain! Oh, Leute, das wird jetzt eklig. Das wird jetzt eklig. Wir lassen ihn ganz normal wiederbeleben. Wir wollen hier die Kills machen, Leute. Und dafür müssen wir eklig sein. Ich check das nicht. Ich warte eine halbe Stunde, dass er respawned wird. Oh, da muss ich aber los, Alter. Was ist denn das für ein ebenloser Camper? Ich glaube, ich spinne jetzt hier komplett. Kann ja gar nicht wahr sein. Und da seht ihr jetzt hier dieses Bild, was ich euch mal einblenden werde. Seht ihr nämlich, dass der Bunker offen ist und dass man da halt rausgesprungen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Bunker verwendet werden. Einmal, dass man sich schnell über die Karte bewegen kann in der nächsten Season und dass es in diesen Bunkern super Loot geben wird. Und dieser super Loot, Leute, der wird wirklich sehr interessant sein. Nämlich, es gibt auch schon ein Bild, wie es in diesen Bunkers aussehen wird. Werde ich euch hier auch mal einblenden. Sehr interessant. Ihr seht da nämlich Batman, Catwoman und die ganze Bande. Läuft da in diesen Bunker rein. Oh. Will er wiederbeleben? Oh, er belebt wieder, Leute. Jetzt warten wir ein bisschen länger. Nein, er hat mich gesehen. Ach, los, Digga. Er hat mich gesehen.
Bro, belebt doch einfach wieder. Ich mach doch nichts. Ich hau einfach wieder ab, Leute. Ich sag euch, diesmal mache ich's richtig. Ich warte, bis der Typ den wiederbelebt und dann mache ich einen Double Kill. Einfach Killfarming hier. On Stream, Alter. Ich sag's euch ganz ehrlich. Finde ich, sieht sehr nice aus. Man sieht auch an der Wand viele Waffen. Und es könnte halt wirklich sein, dass diese vielen Waffen darauf schließen lässt, dass besonders guter Loot in diesen Bunkern zu finden sein wird. Der Plan ging auf, Leute. Respawn. Boom. Da hinten kommt noch einer. Was ist der denn? Bro, ich sag euch echt, Leute, Pleasant Park ist hier wirklich ziemlich heftig, was hier abgeht. Geh mal weg hier! Easy. Und dann gibt's noch aus den Comic-Leute, wolltet ihr auch nochmal sehen, einige haben es in die Kommentare geschrieben, und zwar die letzten Momente vom Fischstick-Skin. Der verabschiedet sich nämlich in den Comics auch. Und so sieht das Ganze aus. Das ist eine sehr traurige Szene, muss man sagen. Aber das war's mit dem gewesen. Was wir auch deutlich zu Season 7 wissen werden, Leute, die Urzeitwaffen werden zu 100% entfernt. Die wird es nicht mehr geben. Und so wie ich auch schon vermutet habe, gibt es ja Laserwaffen beziehungsweise Plasmawaffen. Und diese Laserwaffen werden wie folgt sein, Leute. Die werden ähnlich wie die Waffen von Tony Stark damals sein, von diesen Bots. Aber natürlich ein bisschen besser. Und es wird wahrscheinlich auch Orb-Waffen geben. Mit diesen Orb-Waffen wird man dann so Explosionskugeln, so Energiekugeln oder so, ich kann es nicht so richtig beschreiben, Leute, rumschießen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man jetzt halt, wie gesagt, diese klassischen Waffen drin lässt, aber dass man dann halt immer so eine extra Version hat. Hier ist es halt die Urzeitwaffen und da wird es halt die Futuristic-Waffen sein oder die Zukunftswaffen, dass wir uns da komplett drehen. Dann, kleiner Funfact am Rande, in der Season 3, 4 damals haben wir das erste Mal UFOs in Fortnite gesehen und jetzt sind die ersten UFO-Begegnungen in Retail Row aufgetaucht. Nämlich, ihr wisst damals noch, ich werde euch mal das hier einblenden, wurde nämlich in Retail Row der Film abgespielt, wo man bereits schon UFOs gesehen hat. Oh, dem mache ich mal eine kleine Überraschung. Und jetzt nach, keine Ahnung, Leute, 17 Seasons ist es endlich soweit, dass wir UFOs in Fortnite bekommen werden. Viele Leute haben damals drüber gelacht, aber jetzt ist es wirklich real so. Und die Teile werden reinkommen. Und ich werde euch, bevor wir jetzt zu dem UFO-Angriffen kommen... Ey, Bro, geh mir jetzt nicht mit diesen Noob-Bogen hier auf den Nerven. Werde ich euch jetzt erstmal den neuen exklusiven, Leute, Teaser einblenden, den Fortnite... Ich weiß gar nicht, wo der rausgehauen worden ist. Jedenfalls, der wurde entweder geleakt, aber er ist auf jeden Fall echt. Das kann ich euch so viel schon mal verraten. Ich kill die schnell, Leute, und dann werde ich das Ding einblenden hier. Was? Bro, er ist so eine Nervensäge, ne? Er kommt nicht mal her. Und ich treffe ihn auch nicht. Der eine ist die ganze Zeit am Campen und der eine ist die ganze Zeit am Rumrennen. Also ich verstehe nicht, was die für eine Taktik haben. Sehr anstrengend. Was will er denn jetzt da unten? Bro! Oh. So, da werde ich euch hier jetzt mal den ersten Teaser einblenden, Leute. Er sieht eigentlich nicht sonderlich spektakulär aus, aber man muss auch auf den zweiten Blick mal reingucken. Hier ist das Ganze. Und wenn ihr jetzt mal genau hingehört habt, Leute, konntet ihr nämlich im Hintergrund erstmal diese gehomischen Alien-Geräusche hören, ne? Und man konnte halt sehen, ey, ja, das ist ein bisschen abgespacedes Science-Fiction-Thema der neuen Season. Und als kleine
News steht da auch noch, dass sie halt uns erwarten und dass sie halt ja, bereit sind, auf uns halt irgendwie mit uns irgendwas zu machen oder was auch immer. Jedenfalls, wenn wir uns das Bild jetzt genauer angucken und das Ganze auch mal pausieren, Leute, können wir nämlich im Hintergrund UFOs erkennen. Und jetzt ist die Theorie wahrscheinlich wirklich so, dass hier in der kompletten Season 7 UFOs über die Karte fliegen werden und diese UFOs von Woche zu Woche verschiedene Fähigkeiten haben und uns hochsaugen werden und vielleicht irgendetwas machen. Also es könnte natürlich sein, in der einen Woche zieht uns dieses UFO hoch und gibt uns eine Waffe. In der anderen Woche bekommen wir Granaten, keine Ahnung. Sowas könnte man sich auf jeden Fall vorstellen und ist so ein bisschen gerade die Theorie auf Reddit. Finde ich sehr nice. Finde ich auch eine coole Idee. Aber ich hoffe nicht, dass es nachher zu doll nervt. Wisst ihr, wenn die ganze Zeit irgendwie so ein UFO so Faxen macht oder so, wäre das ziemlich doof, glaube ich. Dann werden wahrscheinlich sich auch viele fragen, ich habe jetzt schon die ganze Zeit Fortnite gezockt. Richtig. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit noch kein UFO im Spiel gesehen. Wie kann das sein? Ich werde euch jetzt hier mal ein Gameplay von mir einblenden. Hä? Ah, schade. Ein Gameplay von mir einblenden, wo ich... Wartet. Von einem UFO mitgenommen worden ist. Das ist ziemlich cool, Leute. Also das ist, ich habe es mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt, dass man das UFO irgendwie mehr sieht und dass da irgendwie mehr Action abgeht. Aber das ist halt einfach so ein Lichtstrahl, der euch hochzieht. Ihr werdet irgendwo random auf der Karte wieder ausge... Also geht dann durch so einen Tunnel und irgendwo random auf der Karte kommt ihr wieder raus und habt halt 100 Leben, 100 Schild. Und ja, das war es dann auch schon gewesen. Aber jetzt sind neue, coole Sachen rausgekommen. Und zwar kann euch dieses UFO erstmal überall auf der Karte erwischen. Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ihr von einem UFO entführt werdet. Diese Wahrscheinlichkeit wird jetzt von Tag zu Tag erhöht. Und... Ey, Bro! Ey, Bro, das gibt's nicht. Ja, zum Glück war das ein Bot gewesen, ey. So schlecht. Ich treffe einfach gar nichts mehr mit dem Bogen. Ich habe mich komplett verändert. Nämlich die Alien-Schiffe können auch unter anderem, wenn ihr im Duo unterwegs seid und ein Teammate von euch gedownt ist, können die Aliens den sogar wiederbeleben. Finde ich sehr, sehr lustig. Ist schon bei einigen passiert. Und, es passiert, wie gesagt, überall auf der Karte. Jetzt aktuell ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr entführt werdet, 6-7%. Es wird aber immer erhöht bis zu 60-70%, Leute. Das heißt, man könnte sogar theoretisch irgendwann 2-3 Mal entführt werden. Umso später es wird, umso mehr es zum Dienstag hingeht und die Season am Ende sich befindet. Also da wird auf jeden Fall die nächsten Tage, Leute, bin ich mir sicher, dass jeder von euch da einmal entführt werdet, um euch das auch mal so ein bisschen selber mitzubekommen. Finde ich so eine coole Sache. Im Competitive wurde das Ganze natürlich deaktiviert und jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass das Ganze auch live und real ist. Dann gibt es noch ein kleines Update, was auch geändert worden ist, seit den Kornkreisen in Fortnite. Und zwar der Buddy Mushroom, Leute. Den kennen wir damals alle schon. Der wurde frisch Season Kapitel 2 eingefügt. Dieser Pilz, der einen verfolgt hat und geheilt hat und der halt quasi euer Kumpel war, der soll jetzt auch mit der neuen Season in Fortnite reinkommt. Finde ich wirklich sehr interessant. Wer hat da auf mich geschossen da gerade? Check ich nicht. Ja, dann wird der Countdown auch in den nächsten Tagen losgehen, Leute. Der Countdown einmal in der Lobby. Schade. Der hat gar keinen Bock auf mich. Oh mein Gott. Bro, er nimmt mich direkt hoch. Oh, vor uns noch einer. Nein, was ist denn jetzt los hier? Auf einmal alle auf dem Haufen oder was? Bro. Ich glaube, ich drehe komplett durch.
Falls ihr aber jetzt schon vor euren Freunden so eine Alien... Oh, wichtig. Ey, die sind jetzt hier alle auf Fass unterwegs, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, da können wir gar nicht in die Fights reingehen. Wir müssen das jetzt wirklich hier ein bisschen cleverer machen. Sonst war es das hier nämlich gleich mit der Runde gewesen. Falls ihr das jetzt schon machen wollt mit der ganzen Alien-Geschichte, Leute, müsst ihr einfach in Solo Custom Games reingehen. Dann geht ihr nach Retail Row und wartet, bis der erste Zirkel zugeht. Und danach sollte das eigentlich direkt schon passieren, dass die Aliens euch entführen. Falls es nicht passiert, müsst ihr das Ganze einfach die ganze Zeit wiederholen, bis es irgendwann passiert. Und dann könnt ihr das Ganze jetzt schon miterleben. Also so habe ich das auch gemacht. Ist eigentlich eine coole Sache, wenn man das schon vorab testen will. Aber müsst ihr eigentlich gar nicht, weil es halt in den nächsten Tagen passieren wird. Wir werden weitere Teaser erhalten. Und es ist jetzt eigentlich auch Fakt, Donald Mustard hat nochmal ein kleines Video hochgeladen aus so einer Bergregion. Also werden auf jeden Fall, da bin ich mir auch zu 95% sicher, einen neuen Ort erhalten, was sehr bergig sein wird, was ähnlich wie ein Tal, denke ich mal, sein wird, dass in der Mitte irgendwie eine Stadt ist und links, rechts irgendwie Berge. Und Kängurus, Leute, bin ich mir auch zu einer hohen Prozentzahl sicher, wurden meiner Meinung nach auch schon bestätigt, werden reinkommen, entweder als Skin, wichtig, oder wie gesagt als Tiere, weil dass wir neue Tiere bekommen, ist ja auch offensichtlich, die kamen relativ gut an bei der Community mit den Tieren. Ich hoffe, dass man in Zukunft noch irgendwie besseren Loot von den Tieren bekommt, dass sie sich irgendwie ein bisschen mehr lohnen, weil ich muss ehrlich sagen, Leute, der Loot von den Tieren, der lässt ein bisschen zu wünschen übrig, außer natürlich die Keulen, die sind ganz nice, aber ansonsten... Oh, Headshot. Ey. Oh, der geht in die Zone. Ich glaube, ich hatte heute noch nie so einen schlechten Tag. Oh, okay. Jetzt langsam kommt's back, Leute. Schön in die Zone mit ihm. Oh, guck mal, die killen sich da jetzt alle gegenseitig. Alter, was ist denn da unten los, Junge? Ey, da geht richtig die Post ab. Guck mal. Ey, der fliegt links, rechts lang da. Links, rechts. Flick, flack, over the duck. Ich glaube, ich spinne hier. Rein da in die Olga. Komm. Wer ist noch übrig? Wer hat noch Zeit? Easy. Ja, das war's gewesen. Der eine ist gedownt. Dann werden wir jetzt hier uns immer schön den ganzen Loot mitnehmen. Heilen, Leute, dann würde ich sagen, werden wir probieren, den letzten zu zähmen, oder? Richtiger Loot hier, Digga. Hä? Bro, der größte Camper EU-West und dafür feiert er sich auch noch. Dafür feiert er sich auch noch. Stani als Superstar-Creator jetzt sofort eintragen, Leute. Abonnieren, Like nicht vergessen. Nächste Woche Dienstag, Season 7, seid gehypt, Abfahrt.